Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir heute wieder tatkräftige Unterstützung geholt, damit ich einfach noch dünner aussehe, als ich es ohnehin schon tue. Zu meiner Linken den Mitarbeiter des Monats, zu meiner Rechten den wohl massivsten deutschen... Monats. Den Athlet des Monats. Weil du dich diesen Monat so gut an deine Pläne gehalten hast. Ja? So, wir reagieren heute auf Roman Fritz. Ja. Übrigens müssen wir noch erwähnen, wir sind gerade bei mir zu Hause und ich habe allen einen wunderschönen Big Zone Shaker gegeben mit einem leckeren Erfrischungsgetränk. Stoßen wir an? Ja. Adolf. Tut mir leid, das schmeckt einfach zu gut. Mein Gott, so. Bleib doch. Ich bin auf Diät. Zum Wohl. Und wir reagieren heute auf ein Full Day of Eating von Roman. Und ihr wisst ja, Roman gehört zu den Menschen, die sehr wenig essen müssen, um zuzunehmen. Ja. Nicht. Und bevor wir das Video beginnen, Justin, wie viel isst du momentan? 5500 Kalorien. Adolf, wie viel isst du momentan? Zu wenig. Für Adolf wird dieses Video auf jeden Fall härter werden. Zu wenig. Ich weiß nicht, 2,7? Na, das sind schon 3. Ah, vielleicht auch nicht. Bei Rose Days auf jeden Fall nicht. Adolf gehört zu den Menschen, die nicht so viel essen müssen. Ja, Roman ist auch gerade in Prep. Ich weiß nicht, ist es ein aktuelles Video? Es ist schon relativ aktuell, glaube ich. Das ist, vor drei das Tagen. Das ist 20.03. Ja. Okay. Irgendwas piept hier. Das müssen wir mal einmal beenden. Und dann schauen wir mal, was sich der liebe Roman so zu Gemüte führt. Ihr habt keiner von euch gesehen, das Video? Nein. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ja, das ist wichtig. Sehr gut. I know everyone's looking for that secret pill, that secret whatever, and hard work pays off. The more you put into anything, the more you're going to get. Roman ist auch der Einzige, der so ein Intro hat. Ja. Hast du gehört? The more you put in your workout, the more you get out. Und wer hat das gesagt? Ich kenne die Stimme, verdammt. Wer hat's gesagt? Ich weiß es nicht. Ja. Das war Rich Piana. Das war Rich Piana. Stimmt. Das ist richtig. Stimmt. Schande über uns. Der dünnste im Raum. Schande über uns, Justin. Ja. Real food. God damn it. Das mit dem Panzer wäre eigentlich ein gutes Intro für dich. Wenn wir jetzt schon im Intro dreimal Stopp drücken, ne? Dann dauert diese Reaction eine Stunde. Ey, aber ich muss einfach eine Anmerkung an Roman machen. Ich finde das ja krass cool. So, der hat damals damit angefangen, so mit dem Rackstream und so. Aber Roman, das Logo müssen wir nochmal überarbeiten. Das Logo sieht aus von mir von 2000. Das sieht aus wie von 1998 mit Windows 98. Aus dem Grund muss man das so lassen, weil das ist schon cool. Ja, ja, irgendwie schon, aber ja, schon. Roman darf das. Hey guys, what's up? This is officially my last day of off-season. We're 10 weeks out from the Indie Pro. And Roman, der OG, macht einfach bis 10 Wochen vor dem Wettkampf off-season. Ja, auch ungewöhnlich. Aber das liegt daran, dass Roman auch mit 8000 Kalorien immer noch Streifen im Arsch hat. I'm gonna take that opportunity and show you exactly what a full day of eating has looked like for the past, I don't know, it's been months, at least. Die Finger, wie riesig die sind. Something like that? Obviously, das kommt vom vielen Essen. Just like that, it has been about, let's say, 2 months. I have it all written down, but I don't know it off the top of my head. And we have increased food, or I have increased food since February or March, since March of last year. Gained from... just to give you a quick couple of numbers, I gained from about 230 to 295, 296 was my highest. Nice. And now we're hovering around there, like 290, something like that. Während wir die Reaction machen, hat Roman mich tatsächlich gerade angerufen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz ausrechnen. 296 hat er gesagt. Ja. Sind 134,5. Mach mal 308. Kilo. Oder 311. Ja, ich hatte mehr. Ich hatte irgendwas mit 300 plus. Ja. Aber nicht mit der Form. And I'm stuck. And I'm very happy that I get to diet finally.
because I feel like a pregnant woman all day. Bear with me, I gotta say something in German real quick, and then we're gonna go on and prepare breakfast. Also Leute, wie gesagt, es ist ein Full Day of Eating. Ich mache auf Englisch, weil wir haben letztes Mal im Fuhr-Podcast drüber geredet, was wie so ein Full Day of Eating. Also ich übersetze euch das für euch einmal auf Englisch. Nein. Das hat ganz viele Leute gesagt. Logischerweise hören die meisten Leute das auf Englisch an. Der Podcast ist auf Englisch und sprechen Englisch. Deswegen ist es jetzt hier, damit das jeder versteht. Und ich glaube, ihr habt kein Problem damit, es zu begreifen, wenn ich sage Hühnchen oder Steak oder Rice. Also, danke euch und jetzt zurück zu Englisch. Okay, guys, we're back to English. The whole world can understand me now. Wie er sich einfach auf Englisch wohler fühlt, gell? Consists of 225 grams of cream of rice, by the way. All the weights I'm giving you für eine Mahlzeit. Wie viel? 225. Dry. Digga, das ist richtig ekelhaft. Das ist geil, Alter. Also, ne, alle Gewichtsangaben, was für jeden Deutschen klar sein sollte, ja, sind ungekochte Angaben. Die Amis verstehe ich nicht. Wie kann man alles gekocht? Ja, genau. Oh, 8 ounces of chicken, 2 cups of rice and 2 cups of rice. Alter, and 2 tablespoons of macadamia nut oil und 16 Gramm davon. Ja, Digga, ich habe Tablespoons zu Hause, da passt 20 Gramm drauf, yeah, und Tablespoons, da passt 10 Gramm drauf. Bei denen ist es genormt, aber mich macht das wahnsinnig. Du kriegst einen Ernährungsplan und da stehen einfach 8 verschiedene Einheiten drauf, und die Hälfte davon ist trocken gewogen, dann ist irgendwas im Volumen gemessen, dann ist irgendwas gewogen, aber gekocht. Es macht mich verrückt. Bei Dennis war immer alles roh, bis auf der Reis. Den hat er. Der Reis war immer Ding. Aber warum? Der war immer gekocht, und am Anfang, die allererste Zeit, wo ich bei ihm war, habe ich den Reis trocken genommen. Aha. Und, war ja, und dann stand einfach so pro Meal 220 Gramm Reis, und dann habe ich das trocken genommen. Und dann dachte ich so, ich kann das nicht essen. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich kann das nicht essen, Alter, nach einer Woche. Dann sagt er, ja, das ist nicht trocken. Alles andere ist trocken gewogen. Aber weißt aber du, warum? Ich meine, Dennis ist ja eigentlich Deutscher. Yeah. Aber ich denke, das wird einfach daran liegen, weil er in seinem Leben noch nie selber Reis gekocht hat. Wahrscheinlich hat es immer seine Frau gemacht. Oder irgendeine Frau. Er hat gesagt, das ist einfacher aus dem Reiskocher. Und er hat morgens einfach immer den Reiskocher aufgemacht. Genau. Oh, ist fertig. So war es. Und hat seine Cups gemacht. Er hat sich ja wahrscheinlich auch noch nie einen Kopf drum gemacht, ob sein Reis heute mit 1:2 oder 1:2,5 oder 1:1,5 Wasser gekocht wurde. Sondern so. Und das macht der Wahl jetzt schon einen großen Unterschied. Ja, sicher. Aber solange du es immer gleich machst. Weil du es immer gleich machst. Weißt du, was mich einmal richtig hart schockiert hat? Damals war ich so, jetzt bin ich es auch noch, aber wenn jetzt 256 Gramm Hühnchen abgewogen werden, dann werfe ich die in die Pfanne. Damals habe ich die 6 Gramm noch weggemacht. Ja, so ich habe die weggeschnitten und dann war 2,49, nee, 2,50 steht auf der Waage. Ne? Und dann habe ich einmal... Sehr deutsch halt. Ja, dann habe ich einmal ein Olympia-Prep-Video gesehen von Dana Lynn Bailey, gell? Damals. Kennt ihr die noch? Ne? Ja, ja, ja. Heutzutage würde die nichts mehr reißen, aber ich finde sie trotzdem geil. Ne? Sie aussieht wie ein Fußballspieler. Ja, genau. Und dann gucke ich so das Video von ihr an und die hat so einen Cup in der Hand, one week out, ne? Und misst ihren Reis so ab. Ja, passt. Und das war für mich so, what the fuck? Die haben jetzt einfach Augenmaß gemessen? Soll ich dir was sagen? Das war früher auch so. Ich habe meine erste Prep damals mit so einem richtigen Oldschool-Coach gemacht hier. Und da war mein Ernährungsplan so morgens 6 Esslöffel Haferflocken. Ne? Eine Schüssel Gemüse gab es denn so am Tag. Welche Schüssel? Dann so 2 Hähnchenbrüste. Ja. Und keine Ahnung, so war das, ne? Und ein Beutel Reis. Ja. Weißt du? Simpel halt, ja. Ja, also du kannst das so machen. In der Metro habe ich schon Hühnchenbrüste gesehen, die waren so groß. Ja, Alter. Mann. Das ist eine Pute. Es war aber auch tatsächlich Hähnchen, nicht nur Pute. Schön mit Wassersalzlösung. Dann wollen wir vielleicht das Video gucken, Jungs. Ja, gerne. Okay. 225 grams of cream of rice, 100 grams of apple. Roman ist übrigens Obst, seitdem ich ihm gesagt habe, man kann durchaus auch Obst essen. Das Essen muss nicht immer scheiße schmecken. Ja, ich kenne schon seine Videos mit den gefriergetrockneten Bananen, die sind super. Ohne Spaß, ich habe mit Roman hat mich angerufen und hat gefragt, ob es okay ist, wenn er auf seinen Reis 100 Gramm Maltodextrin draufkippt. Weil er kann die Kohlenhydrate nicht mehr essen. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Obst isst. Und dann hat Roman hat zu mir gesagt, er hat die letzten 9 Jahre kein Obst gegessen. Scheiße. Und jeden anderen würde ich denken, ja, verarsch mich nicht, aber Roman kaufe ich das direkt ab.
Und seitdem ist Roman, ich habe dann seinen Ernährungsplan genommen und habe den mal so ein bisschen so umgeschrieben, habe so da ein bisschen Obst, hier mal eine Banane, da ein bisschen Apfel oder Beeren und so. Aber es ist wichtig, vor allem wenn man es sich erlauben kann, ist doch ja, geil, oder? Ja. Aber Roman ist, der ist wie so ein Autist. Ja. Der hat gesagt, Obst ist irgendwie, braucht man nicht. Ist nicht die ideale Kohlenhydratquelle wegen Fructose. Ja. Und so. Wir kennen alle die Videos von Roman, wie er vorm Wettkampf so durch die Läden geht und Cookies sucht und auf jede Cookie-Verpackung drauf guckt und schaut, ob da Glucose-Fructose-Sirup drin ist oder nur Glucose. Safe, seitdem er das gesagt hat, mache ich das auch immer so, jedes Jahr. Ja. Ich achte genau drauf, wenn ich mein Zeug zum Aufladen kaufe. Ohne Scheiß, wir haben so, also die komplette deutsche Bodybuilding-Szene hat so unfassbar viel von Roman übernommen. Ja. Ohne, und das haben die Leute gar nicht auf dem Zettel. Ingwer, Apfelessig, BCM 95, Kurkumin, ja, Ingwer, Mann. Kurkuma essen. Risobel, Reisflocken. Ja, Alter, Fall. Den Smooth Move Tee beim Wettkampf, dass man aufs Klo ja, kann. Das und mit so, den Cookies alles. Und so weiter. Ja. Ja. Grams of chicken. The chicken is already prepared in the fridge. I do that in bulk. And the cream of rice I'm gonna cook now. I'm gonna show you how I'm cooking it. That's the way I like it best. So I have a pan here, actually, not a pot. I don't know why, it just was over there. So, zero it out. And in here is cream of rice. Just a random old tub. So we're gonna measure out 225 grams. Das ist schon eine gewaltige Portion, ne? Oh, das ist so geil. 225 Gramm. Adolf, glaub mir, das ist nicht geil, wenn du das zweimal am Tag essen musst. Es scheint kein Wagyu-Reispudding zu sein. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich habe so eine ähnliche Packung früher mal gehabt. Ja. Aber der ist nicht so geisteskrank und hat da Xanthan drin. Nee, glaube ich nicht. Okay. Der macht sich doch nicht extra mehr Volumen in sein Essen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Roman... Ich war einfach Reis durch den Thermomix. Soll ich dir was sagen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Big Zone Dose ist, weil unser Rice Meal war eine Zeit lang in weißen Dosen, weil die schwarzen die Dosen sind, nicht... Die sind größer. Waren. Die sind größer. Ja? Ja, die sind so wie die Clusterdosen. Ja. Kleiner und breiter. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Roman einfach wirklich Rice Meal aus dem... Er hat safe Rice Meal gemixt und Reis gemixt und einfach reingemacht. Oder so. Safe. Wurde denn zu Tierfutter? Roman kriegt auch so Rillen auf dem Kopf, seht ihr das? Mhm. Ah. Actually, this is 90 something. I think that's fine. Rillenbrüder. We're gonna put some water in there for 225 grams of rice or rice powder. Aber man muss mal einmal was zu Romans Haarlinie sagen. Die ist die letzten Jahre auf jeden Fall stabil geblieben. Die ist besser geworden sogar. Habe ich auch das Gefühl. Würde ich fast mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die wird also besser. Also ich hätte vor 3 Jahren hätte ich gedacht, dass er jetzt eine Glatze hat. Hat er aber nicht. Ja. Also die Haare, die noch da sind, sind auf jeden Fall hartnäckig. Ja. Mir ist das bei mir selber auch aufgefallen in der Diät. Wenn's dir passiert auch nichts mehr, oder? Ah, nicht mehr, komischerweise. Wenn ich die letzten Diäten zurückdenke, wenn ich hart diätet habe, werden die hier immer dünn. Das liegt am harten Diäten. Diesmal nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, vielleicht ist der Stoff scheiße diesmal. Ja. I'll do twice the amount of water. Keep it as dry and less, as little volume as possible, because I have so much food to eat, it fucking sucks. So, as little water as possible. Funktioniert auch, du kannst Reismehl 1 und 2 machen. Ja. Wenn ich Roman wäre, würde ich das Ganze ganz anders machen. Ich würde mir statt die 220 Gramm, würde ich 150 Gramm nehmen, mir dann eine Packung Datteln reinwerfen, ein paar Nüsse, irgendwie Mandelmus drüber knallen und 4 Stunden lang nichts mehr essen können. Nee, aber Roman hat schon ein bisschen gebraucht, um überhaupt Apfel essen zu können. Nee, das ist schon sehr effizient, was er macht. Also das ist schon richtig so, auf jeden Fall. Ich habe ein Sweetener. I have a little sweetener over there. Let me show you. Show us. Roman ist einfach mein Lieblingsbodybuilder. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Meine auch. This one's good. Vor allem, weil er einfach so real ist. Butter, cookie, sweetener. Mm-hmm. I'm gonna add some of that. And this stuff is actually really strong, so I don't need much.
da verkacke ich es immer mit der Dosierung bei den. Ja, man braucht da tatsächlich echt wenig von. Ja. And it's gonna taste like a freaking butter cookie, for real. So, we're over here on the stove. Er macht sein Rice Bowl so krass. Ja, er macht so wie Grieß. Ja. The max is 9. I'm setting it on 4. Because I, if you cook it too fast, the apple won't get soft. Ich würde jetzt das so machen zum Beispiel, ich würde es auf Stufe 9 stellen, bis es anfängt zu kochen und dann sofort auf 4 runter, dann bin ich schneller, oder? Ich würde dann einen Wasserkocher nehmen und erstmal das Reisspiel machen und würde den Apfel einfach on top werfen. Ja. Also ich hätte keinen Bock. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt die nächsten Wochen in meine Stories gucke, werde ich ziemlich viele Menschen sehen, die ihr Reisspiel so machen. Weil Roman ist einfach der Prototyp-Influencer, was Bodybuilding angeht. Ja, ist so. And for some reason we haven't bought one yet. And actually I think food tastes better if you cook it on the stove. Also, er hat keine Mikrowelle? Ich hatte auch ein Jahr keine Mikrowelle und ich muss sagen, ich hatte auch das Gefühl, es schmeckt irgendwie besser, keine Ahnung. Weißt du mal, was ich bei mir gibt? Ah. So I'm gonna cook this. It's gonna take like 10 minutes or so. It's gonna be worth it. Ja, yeah, man hat seine Wand nicht gestrichen und hat keine Tapete. We're back. Doch, ich glaube, das ist so ein, as you can see, so ein Design, oder? Sieht so komisch aus, ja. Is the consistency I'm going for. Ich habe Roman in seiner Bude schon mal besucht, kurz, also wirklich direkt nachdem er eingezogen ist. Mhm. Und da hatte er keine Küche drin. Die ist erst später geliefert worden. Und der hat, weiß ich nicht, einen Monat oder so, hat er nur einen Reiskocher und so einen Slow Cooker gehabt. Und hat sich einfach nur so aus dem Reiskocher und so Pulled Pork, oder also nicht Pork, sondern Pulled Chicken oder so, gegessen. Ja, und zwar unfassbare Mengen. Krass. Das sieht richtig lecker aus, gell? Mit dem Apfel und so? Ja. Mhm. Und es sieht gar nicht von der Menge so, also jetzt im Video sieht es nicht nach so viel aus. Eine ganze Pfanne, ne, die voll ist. Mashed potatoes with apples in it. So this is done. Turn off the stove. I'm gonna head down. Stove heißt? Gym. Herd, ja. Today I'm gonna go for a wieder walk. Because as you can see, the weather is nice. So I'm gonna go out for a walk, do 30 minutes. And then I'm gonna come back and have meal one. I'm gonna show you like what the finished product looks like with the chicken. Yeah. And then I'm gonna prepare meal two and then hit the gym. So see you in a bit. Gesundheit. Guys, we're back. Gesundheit. Into the kitchen. I did 30 minutes of walking. And now I'm here. Like I said, I'm gonna show you how I set up meal one. And I'm not gonna film myself eating, because that's weird. Here's the chicken. I said I had prepared in advance. You can see that. This is 300 grams. It used to be 300 grams raw, and this is 300 grams. Er macht sich safe auf einen extra Teller. Ja. Ich glaube nicht. Doch, right. Doch. Ja, ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel... Roman hat auch so eine... Es gibt auch so eine das verstehen nur Bodybuilder, aber so eine Ästhetik beim Essen. So, wenn du dein, obwohl bei ihr macht das nicht so, aber ich, wenn ich mein Hähnchen und mein Reis so mische, ich finde das ekelhaft. Ich habe lieber einen Teller, wo mein Reis ist, meine Veggies und meine Proteins. Viel geiler. Wenn ich das selber mache, habe ich das auch so gern, aber ja. Aber isst du dann alles auch einzeln? Ja. Krass, nee, mag ich gar nicht. Ich mag das gemischt. Oder du machst alles ganz klein. Dass du es löffeln kannst, aber so fürs Auge finde ich das so geiler. Ich hätte jetzt stattdessen hätte ich lieber 250 Milliliter Eiklar dazu genommen, das passt einfach geiler und hätte mir Pette Pancakes gemacht oder so. Ja, aber es ist halt noch mehr Volumen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte einfach 60 Gramm Whey reingekippt, weil das wäre nämlich kein Volumen und hätte wäre
von der Wertigkeit genauso hoch. Ich würde mal sagen, er macht jetzt noch die Meal 2 danach. Ich denke, da wird er das Whey-Protein mit drin haben, weil er danach ins Training geht, oder? Ich denke auch. Also Roman hat früher, glaube ich, ein bisschen weniger Whey benutzt und benutzt jetzt ein bisschen mehr, aber er will wahrscheinlich einfach seine Proteinquellen über den Tag ein bisschen verteilen. Verstehe ich schon, macht schon Sinn. Das ist ein bisschen weiter weg vom Training, braucht ein bisschen länger zum Verdauen und so. Ja. Ich meine, auf Süßstoff verzichtet er offensichtlich nicht, sonst hätte er keine Flavetops da reingemacht. Und sein Chicken sieht echt saftig aus. Sieht gut aus. The sweet rice mash and the chicken. Ich glaube, Justin hat recht. Go. Ja, nein. Oh, Mann. Yeah, fuck off, Alter. Das ist, wenn du keinen Bock mehr hast zu essen, mach das einfach. Jesus. It all goes in the same. Beton heißt, das ist Beton, was er da hat. Guck mal. Das bleibt sogar am Löffel hängen, guck. Scheiße, Alter. Okay, Roman. Das ist hardcore. Seit dem letzten Full-Day-Eating, den ich von Roman gesehen habe, sind 5 Jahre vergangen. Ich glaube, er hat nicht mehr Spaß am Bodybuilding gefunden in den letzten 5 Jahren. Er muss einfach nur noch mehr essen. Ja. Aber wenn er es nicht lieben würde, würde er es nicht machen. Ne? Ich habe das auch schon gemacht, dass ich meine Carbs süß gegessen habe und dazu Hähnchen oder ein Steak oder so. Ja, ja, ja. Das habe ich schon oft gemacht. Finde ich auch gut, ja. Das finde ich nicht schlimm. Ja. Vor allem, ja. Aber immer esst ihr Carbs oder Protein zuerst? In so einem Fall. Eher Protein. Immer ja. Protein zuerst das rein und dann zuerst. Gibt's so die süßen genau. So als Belohnung. Genau. Und morgens auch Eier zuerst und danach Porridge. Safe. Ja, Pro. Ja, ja, genau. Andersrum ist es hier. Nein, es berührt sich sogar. 10 Grams of chicken, 225 cream rice, 100 Grams of apple. Enjoy. Let's get a party started, Alter. Okay, guys. There was training. I did hamstrings. Okay, was ein Pre-Workout. Das war actually ja. Pretty good. Big advantage of having my own gym is that I don't have to sit around in traffic. After training, I can just go from the gym straight up to the kitchen, eat, and then go to sleep. That's so take a shower, of course. Here is meal number 2. Very similar to meal number 1. The setup is, again, 225 grams of cream of rice. This time, instead of the apple, it's 100 grams 450 Gramm Reis nach der zweiten Mahlzeit. Das ist deine Wochenmenge an Reis, Adolf. Instead of it's chicken. A dope protein. This is whey protein isolate. And, oh yeah, cereal of choice. Now, the only cereal that I have left are these cornflakes. I pick whatever cereal I like. It's either cornflakes, which is my least favorite, that's what I left over. And since today is my last day of the off season, and cereal is probably going to be one of the first things that's cut out, that's what's left over, and all the other cereals are empty. So again, cornflakes is what I like. If I don't have a sweet tooth that day, then English is auch noch besser geworden, ne? Then those chocolate rice krispies. So I don't know how in the US. Over here, I think they're cocoa krispies. Cookie crisp and sometimes Fruit Loops, but Fruit Loops not that much. So, anyways, this goes over here again into the. Hat er packt da jetzt noch Cornflakes dazu? I think I'm gonna time-lapse this. Ja, das sieht so ekelhaft. Das sieht aus wie von Ronnie Coleman. Aber es ist nicht mehr Volumen als deine 100 Gramm, wenn du sie ja. Normal machst. Ja. Ne? Mhm. Deswegen ist es auch so klebrig. Oder? Ja, das ist schon eine Portion, die man essen kann, aber es sind halt echt viel Gas. Ne? Mhm. 225 Gramm, 80, 160 plus nochmal die Hälfte. Das sind 200 Gramm Carbs. Mhm. Nur das Rice Meal. Mhm.
Ich denke, er wollte das timelapsen. Er hat in der Meme jetzt über 250 Kcal, wenn er die Banane und die Complex mit reinballert. Okay, by the way, the banana is already cooked in there. Ah, okay. Maybe you can see a couple of banana pieces here. Und Cornflakes sind auch schon drin? And then, for the crunch, I'm adding 50 grams of cereal. Also, on top. 295. 275 Gramm Carbs? Right. Nee, also 275 Gramm insgesamt, das sind jetzt so 200 Gramm. Vergiss die Banane nicht, ja. Ja, das sind dann wahrscheinlich 210 Gramm Carbs sein. Nee. Ja? Ja. Right. Die Banane hat 35, 40? Nein, Banane hat 20, 25, eine. So eine kleine? Ja, okay, 20 Gramm Carbs. Also 200, 220 Gramm Carbs plus nochmal 40, 260 Gramm. Also 250, 260 Gramm Carbs, die eine Mahlzeit. Holy shit, Digga. 70 Grams of N. Jetzt bin ich aber gespannt, ob er das trinkt oder dann noch dazu. Nee, trinkt das trinkt er. Verrückt. Wann habt ihr das letzte Mal einen Whey Shake getrunken? Heute, also halt mit dem Schoko. Der Rest da halt, ne? So, this is the meal. Ich hab schon Ewigkeiten. Ich komme noch aus der Zeit, wo es kein Luxus-Schoko-Crispies nach dem Training gab. Da gab es immer nur Vitago und Isolat, Alter. Ja. Let me show you. This is the meal. Ich glaube, das ist ganz geil. 50 Grams of cereal, 225 Grams. Ich glaube, für Roman ist keine Mahlzeit mehr. 100 Grams of banana. 70 Grams of whey protein isolate. Deine Waage ist cool, gell? Geile Waage. In the kitchen, guys, 2 hours later. And now, this guy steps into the picture. It's my rice cooker. It's running all day. And for my next 2 meals, so meal 3 and meal 4, which are going to look exactly the same, I'm having 200 grams, like I said, dry weight rice and 300 grams of chicken. In this case, since the chicken is lean, I'm going to add a little bit of fat from an outside source, like coconut oil or olive oil, something like that. If I choose to have chicken or white fish, then I'm going to add a little extra fat. If I choose to have salmon, I don't. The main thing is I gotta get at least 70 grams of protein and then a fat source with the 200 grams of rice. Today, for convenience, because I have to go shopping later, actually after this meal, we're going grocery shopping and I'm gonna just buy chicken because it's easy. So, for the third time, 300 grams of chicken, 200 grams of rice. I had jasmine rice for the last. Ich habe mir den Reiskocher auch nur wegen Roman geholt und der ist wirklich hammergeil. Was ist das für ein Reiskocher? Das ist ein Gastrobak. Ja, ist ein Industrie-Reiskocher. Ja, der ist richtig gut. Und der ist simpel, der hat nicht 100 Millionen Funktionen. Genau, ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Roman auch der OG war, was Reiskocher in Deutschland anging, oder? Gut möglich, ja. Ja, Mann. Irgendwie ja, ne? Ja. Weil ich kenne das eigentlich immer nur von den Amis. Ja. Aber Roman... Ja. Ich habe mir auch wegen Roman Dings geholt, Fleischwolf. Ja, Mann. Ich auch. Ich habe mir auch Fleischwolf wegen Roman geholt. Ich sag ja, ich schwöre euch... Und das haben die Leute nicht auf dem Zettel. So viele Sachen hat Roman hier rübergebracht. Ja. Ja. Schau, die Küche hat doch so ein Design, wie ich gesagt habe. Ja, hast recht. Ja, ich dachte, es ist ein bisschen raw, weil als ich ihn besucht habe, war er noch ziemlich raw. Okay, und da hat er noch auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen. Das war echt irgendwie 2 Tage, nachdem die eingezogen sind. Aber das Gym stand schon. Das war das Wichtigste, ja. Okay. The job must go on. In how you
performance in the gym is going to be, or how you're burning fat or gaining muscle. Because actually people have asked me that, that basmati rice is bad for fat burning, something like that. Yeah. Let me set this meal up real quick. Wo hat er diese Hühnerbrust, der Alter, die ist gigantisch. Die kommt aus dem Slow Cooker, glaube ich. Mm-hmm. Fluid on top. Ist der Gemüse? So. Ich glaube nicht, dass er here viel Platz für Gemüse hat, ehrlich gesagt. This is the meal. Ja, das ist so Pult. 15 grams of that, which I'm gonna weigh out and melt into the rice. Und das kann man im Slow Cooker so machen. Eat your salt, guys. Eat your salt. This is straight up ground sea salt. And since I said this is gonna be meal 3 and meal 4, I'm not gonna have I'm not gonna videotape the next meal because it's pointless. So meal 4 is gonna be my pre-workout meal again, and then I'm gonna train and I'm gonna see you here for meal 5, which is the post-workout. Ich weiß nicht, wie er das alles verbaut. Ich würde sterben im Training, ich würde einfach kotzen, es würde mir wieder rauskommen. Yeah. Ich könnte das essen, aber ich könnte darauf nicht sinnvoll trainieren. Und er schiebt keinen Bauch. And I forgot to tell you earlier that I have an intro workout drink. Actually, this is this product here. My sponsor ESM has my name on it because I from Den Shaker, den er da hat, den finde ich besonders schön. Das ist nämlich ein Almost Natty Shaker. Ihr bekommt übrigens Romans Merch auch bei uns im The Most Hated Shop. Schaut mal vorbei. Wenn ihr Roman unterstützen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall machen. TheMostHated.de und ja. Unter anderem auch dieses wunderschöne Textilerzeugnis. Dieses wunderschöne Textilerzeugnis. Und Ados wunderschöne Textilerzeugnisse. Vielleicht auch demnächst. Ja. Wir planen schon seit ungefähr einem Jahr. Und wir kommen da nicht weiter. So. Wenn ich das so sehe, erinnere ich mich an meinen allerersten Plan, den ich bei Dennis hatte. Als ich zu ihm gekommen bin, habe ich tatsächlich im allerersten Plan am allermeisten gegessen, weil er mich da noch nicht kannte wahrscheinlich und hat einfach einen Topf geworfen. Da hatte ich zu jeder Meal 125 Gramm Reis trocken, mal 6. Mhm. Also 5 mal 125 Gramm Reis. Nee, eine Mahlzeit war 450 Gramm Kartoffel und zu jeder Meal hatte ich 300 Gramm Chicken und zu den Rindmeals hatte ich immer 350 Gramm Rind und Gemüse und zu den Chickenmeals hatte ich jeweils einen Obstsalat, also zwei Obstsalate plus Gemüse plus 120 Gramm Haferflocken, eine Banane, 10 Eier und zwei ganze Eier, also 10 Eckler, zwei ganze Eier. Wenn ich mich so grob erinnere, war das so der erste Plan. Da hatte ich auch, da habe ich noch gearbeitet, da bin ich in die Spätschicht gefahren. Richtig schlimm, Alter. Nee, da habe ich noch nicht getrunken. Okay. Da habe ich die Meals alle gegessen. Und ich weiß noch genau, in der Frühschicht oder so saß ich immer da in der Pause und ich hatte 15 Minuten Pause. Das hast du nicht geschafft von der Zeit. Ich habe es von der Zeit nicht gepackt, weil ich hatte einfach 400 Gramm Pasta und 300 Gramm Rind und Gemüse. Es war ein Kilo Essen. Ich kenne das. Und dann habe ich irgendwann, bin ich dann zum Mixen gewechselt, einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Ja. Ne? Macht das aber nicht. Isst euer Essen, nicht mixen. Ja. Ja. To my needs. One serving is 50 grams of carbs from cyclic dextrin, purely cyclic dextrin. It has electrolytes in it and also a blend of PeptoPro. Wie heißt das? Cycling dextrin? Cluster ist das. Cluster dextrin. Ja. Ist highly branched. Cyclic Dextrin. Cycling Dextrin? Cyclic. Cyclodextrin. Also. Ah, ja, okay. Cyclic. Das hat nur was mit der. Cyclic Dextrin, okay. Protein and essential amino acids. Romans Intra ist stabil. Depending on what I'm training, how high my expenditure is, I'm doing one, sometimes two servings, but, you know, I can't stomach that much. Especially on legs. Actually on leg. Ja, Roman. Er tut mir fast leid, weil er zwei Scoops von seinem Intra, das kann sein Magen nicht ab. Aber 8000 Kalorien sauber, das kann er, oder was? Crazy. Aber ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, wie das Intra eigentlich Intra-Workout ankommen soll, weil das hat er doch niemals verdaut bis zum Training, oder? Vielleicht schon, weil er so einen Stoffwechsel hat, weißt du, das wird schon passen. Wahrscheinlich ist das wie bei uns, nur
das aber Essen läuft einfach durch. Produziert mehr Magensäure, das... Das ist schon echt krass. Ja, sein ganzes... Sein ganz vielleicht geht er noch drauf ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu jeder Mahlzeit Enzyme und so supplementiert. Safe, oder? Ja, lass einfach gucken. Day, I would use less product than on other days. Because when my wife trains with me, or helps me with the hack squats and everything, I'm over... Last time I threw up, and I'm almost always pretty close to it. So, one serving is 80 grams, and like I said, that's 15 carbs and 22 protein from PeptoPro and EAAs, and then some electrolytes. Also momentan nicht so viel GHP Report. I've already added those. Because I sweat a lot and I cramp up. So we're gonna drink that half of it right before I start training, and the other then I put water into the shaker again, and then the other half I drink during. Okay. So today's legs, let's go. Guys, we're back from the gym, and we gotta make this quick because my blood sugar is about to drop. Also mehr Insulin nach dem Training. Pretty similar to the post-workout meal I had earlier. I just wanted to show you a variation. You don't have to do cream or rice, obviously. You can do regular rice. And this is again 225 grams of used to be raw weight rice. This goes into my bowl here. Das sind so geisteskranke Mengen Reis. Then I have frozen strawberries. They are not, no sugar. Frozen strawberries. I cut those up a little bit, just in small pieces. The rice is still warm, so they're gonna thaw quickly. Hey, kurz, warum macht er so? Warum macht Roman sowas? Diese kalte Erdbeeren da jetzt rein. Der mag das, gell, so mit diesem Crunch und so. Deswegen macht er auch die kalten Bananen. Einfach damit du es essen kannst. Ich glaube, der hasst einfach sein Essen, damit das ein bisschen nach was schmeckt. Ich hätte diese Erdbeeren, die hätte ich jetzt mit Kokosfett, er hat ja eh gefroren Kokosfett benutzt, hätte ich mit so einer Messerspitze Kokosfett gedämpft. Oh, okay. Und dann hätte es geschmeckt wie so karamellisierte Zuckererdbeeren. Und die über den Reis drüber, brutal, Alter. Ich glaube, so weit ist er zu faul. Ja, mach simpel, gell? Oder kurz in die Mikro, dann hätte er so eine Suppe, so eine Soße, so Marmelade. Das habe ich oft gemacht, dann mit einer Gabel auf klein drücken und dann so über die Pancakes oder so. Geil, ja. No, I said, bear with me. Das heißt, hab Geduld. My wife is filming now. She was still sleeping earlier. Which improves the quality of the video production drastically. Liebe Grüße an Maren. Steven Spielberg Productions. Okay, this is the... So the... This is just a random amount. I took about five strawberries. If you want to know... Then we're doing again 100 grams of banana. Ich finde, das schmeckt ganz nice. Ja. Klar. Man kann Reis süß essen. Ja. Safe. Und dann haut er halt sein Hähnchen noch drauf. Ja. Ah, bestimmt. No. Dann haben wir nicht mehr Bike Powder Titel steht. Ja, hab ich schon gesehen. Das Cluster wahrscheinlich. Pretty much right there, and then this is what it looks like. We're gonna put the whey protein that I've used earlier
right in here. Again, same amount as in the morning. And it's going to be like, in Germany we call this milk rice. Obviously that's not, that's without milk. It's the protein powder here is the milk. Wait a second, I need a spoon. Here. Man merkt, Mann, dass der Blutzucker ein bisschen runterkippt, ne? Er wird so ein bisschen hektischer. And then water. Now mixing it up. Das ist geil, Mann. Das sieht richtig gut aus, ja. And this actually tastes pretty good. Das kann man so auf jeden Fall essen. Habe ich auch schon gemacht. Jasminreis mit Whey. Ihr könnt auch, wenn ihr euren Reis macht, im Reiskocher macht ein ganz bisschen Kokosöl mit in den Reiskocher und so ein paar Vanille-Flavedrops. Richtig killer. Und dann macht ihr einfach nur Zimt danach auf den Reiskocher. Auf den Reis. Mega nice. I am more of a sweet type eater than a salty. So if I have a cheat meal, I would rather go with ice cream or apple pie. Safe. Or Apfelstrudel, apple strudel. Kennt ihr noch die alten Videos, wo er jeden Sonntag hat er immer, habe ich nur gegessen wegen Roman, wie heißt diese? Canetto oder die ist von. Ah, diese du weißt Lanese. Genau, was ich meine. Ja, wie heißt das? Was gibt's so ein Stracciatella und. Roman, hilf uns. Wie heißt das? Eis zum Schneiden, ja. Vignetta? Vignetta? Vignetta oder so. Ja. Das habe ich damals gegessen. Wegen Roman, weil ja. Das muss ja gut sein. Das hat dann auch funktioniert. Ja, und dazu immer so Cookies oder Pancakes und Apfelkuchen. Genau. Er hat so eine ganze Packung Eis gegessen. Nach dem Training, ja. Ja. Crazy. Okay. Immer sonntags. Das war früher noch so die Team Andro-Zeit. Das kenne ich noch. Digga, wir haben gerade ein Video gemacht, was so unsere Ursprünge im Bodybuilding sind. Und wir haben und nicht über Roman geredet. Ja. Bei mir ist es nicht so der Ursprung. Bei mir kam das ziemlich früh. Bei mir auch krass. Ja, Roman hat mich schon geprägt in vielen Dingen. Der ist gar nicht so viel älter als wir. Ja, aber das, was er gemacht hat, war halt cool. Ist cool. Der hat schon, als er mega jung war. Alles, was er so gesagt hat, habe ich immer für voll genommen. Und hab immer gedacht, das ist kein Scheiß, was der labert. Vor allem das Geile ist, Roman hat sich nie so von den Deutschen reinsappeln lassen. Mhm. Der hat immer sein Ding gemacht und hat immer ein bisschen mehr so in die USA geschielt. Und ein bisschen ist gut. Er ist ja nach dem Rhythmus von denen aufgestanden. Ja? Ja, er ist schlafen gegangen, wann die schlafen gehen und aufgestanden, wann die aufstehen. Er macht das bis heute noch. Aber warum? Weil er sagt, er connectet sich mit denen besser. So, was will er nach der Uhrzeit von denen hier aufstehen? Okay, sorry. So habe ich das. Das ist mein letzter Standpunkt. Ja, stimmt, der steht öfter mal so um 15 Uhr auf. Ja, ja. Burger and fries or something like that. Das sieht jetzt schon cool aus. My wife just eats everything. Actually, I think she can eat more than me. And then again, to top it off, I need the cornflakes for the crunch. Was steht da oben? In dem Glas, meinst du, das Beste? Was war das? Okay, ich komm mal zurück. Cornflakes. Da oben links? For the crunch. OC2. Was ist das? Das ist Hähnchenkollagen. Okay. Nichts so Wichtiges. Hat ESN vor allem auch. Hat er auch das Leben. Das haben wir doch auch bei uns drin, in unserem Joint. Ja, ist auch Kollagen Typ 2 drin. Ja, so that is the meal. Wie viel Gramm hat der Kollagen? 225 Gramm Reis. 50 Gramm of cornflakes. Okay.
5 strawberries, also honey quasi bread, genauso wie die Rice Meal Mahlzeiten. 70 grams of protein. Good to go. Got next meal coming up pretty very very soon. And then I'm gonna hit the sack. So see you. Okay guys, as you can see, sadly this is not the original voiceover. Because for some reason, I don't know why, my camera has not recorded the audio back then. And now we're stuck with only the visual. Cool, dass er es so gemacht hat, oder? I'll do my best to einfach, das ist einfach Roman. Jeder andere hätte jetzt das Video gelöscht, hätte es neu gemacht, aber fuck off, er macht's einfach. Das finde ich cool. Right here, we're looking at meal number 6. And once again, just like with meals 3 and 4, meal 6 and 7. Warum macht Roman 6 Meals? Ich habe damals auch immer 6 Meals gegessen, bis vor 3 Jahren. Dann dachte ich irgendwann, wozu 6? Ich esse 5. Naja, du musst... Wie, also, was soll er machen? Soll er 300 Gramm Reis pro Portion essen? Das ist nur wegen der Menge. Stimmt auch. Und so hast du immer... Ja, stimmt. ...are almost identical. They both consist of... Und er hatte im Endeffekt, er hat eine Pre-Work und eine Post-Work-Mahlzeit. Yeah. Zweimal am Tag, das sind schon 4 Meals. Mhm. Ja? Und dann hat er im Endeffekt noch seine letzte Mahlzeit, bevor er ins Bett geht, und eine Mahlzeit, die zwischen den beiden Trainingseinheiten. Also, weniger kann er eigentlich nicht essen, ne? Bei der Menge. 200 grams of a carb, not pure rice this time. It is my, if you're watching the Fuad podcast, special bolognese rice and pasta mix. Don't worry, I'm gonna make a separate video about that, explain exactly how I put that together. Gar nicht so gute Klicks, wie du, ich hätte gedacht. 200 grams of that mixture with 300 grams of steak, actually not steak, it's ground meat. I grind it up myself, so I buy the steaks, like little fattier cuts, ribeyes or something like that. Ground it up, I grind it up myself, and then I make burgers out of it. As you can, here you see me scoop out the 200 grams of the rice pasta mix. I don't know why it takes me so long, but bear with me. Aber das ist gut, er packt quasi seine ganzen Fette in die letzte Mahlzeit. Macht bei ihm Sinn. Ja. Weil er einfach, ich habe mit ihm auch schon ein bisschen drüber diskutiert, warum er die Fette nicht höher, aber er sagt, er verdaut dann einfach zu langsam. Und das verstehe ich, wie soll er sonst zweimal am Tag trainieren? I'm 10 weeks out from the Indie Pro. I'm not 10 weeks out or 8 weeks out anymore. Again, if you watch the SWAT podcast, I postponed my competition season to... a contest that I haven't figured out yet. I don't know what contest I'm gonna do, but I don't feel that I'm big enough yet. And right now I'm making really good gains. So after 2 weeks of dieting, I said, fuck it, I'm gonna keep growing and keep improving. Ich finde, das ist ein großer Fehler von Roman. Das muss ich auch so sagen, auch ihm persönlich, wenn er das Video sieht vielleicht. Roman, ich weiß, ich bin jetzt nicht das beste Beispiel, weil ich auch die letzten 3 Jahre rumgepimmelt habe. Aber du musst auf die scheiß Bühne, Alter. Aber Roman hat die letzten 3 Jahre nicht rumgepimmelt, ne? Der hat ganz schön viel... Das stimmt, aber warum verschiebt er den Wettkampf jetzt schon wieder? Natürlich fühlt er sich zu schmal. Ich fühle mich auch immer zu schmal. Aber er wird nicht mehr jünger. Roman hat so eine geile Linie, so eine Härte. Denke, der muss jetzt Wettkämpfe machen. Und ich denke, so eine Show wie die Indie... Mit dem Rückenwind, den er momentan das hat... Das kann er doch holen. Da kann er sich... Darum geht's ja, weißt du? Er könnte richtig was reißen. Die Arnolds ist jetzt vorbei. Und es ist auch noch relativ lange bis zum Olympia. Also die Wahrscheinlichkeit, dass auf der Indie gar nicht so eine Top-Kaliber auftreten. Ja, und auch so, ich finde es schade für Roman, weil er liebt den Sport so sehr. Und ich sag dir, so hart das jetzt auch klingt, ne? Ich gebe dem noch 4 Jahre, maximal 6. Dann ist es vorbei mit Bühne. Dann ist der 38, 39, 40, ja? Ciao! Mit 40 sind wir Weißen nicht mehr auf der Bühne, sondern nur noch Backstage, wenn es gut läuft. Ist so. Ja, also kann ich wahrscheinlich nicht abstreiten. Weil ich würde. Und Roman hat viel Probleme mit den Dingen, die ihm wehtun und so, ne? Ja. Weil er auch wie ein Gestörter trainiert, der ist saustark. Aber ich finde es halt echt schade, auch für ihn und für uns. Klar, was heißt für uns? Ich meine einfach,
Ich hätte es schon gerne gesehen, weil ich habe damals immer gedacht, so wo Roman Profi wurde, jetzt sieht man richtig was bei ihm. Er geht nach Amerika, er zieht vielleicht dorthin. Das habe ich immer gedacht. Und ja gut, jetzt hat er vielleicht andere Dinge im Kopf, aber jedes Mal den Wettkampf zu verschieben, wie gesagt, ich bin jetzt nicht das beste Beispiel. Ich habe jetzt auch die letzten 3 Jahre aus privaten Gründen und auch wegen Corona und Co. einfach Dinge, Wettkämpfe verschieben müssen. Also dreimal. Gerade Boston, gerade dieses Jahr schon. Ne? Ja, dieses Jahr auch wieder beschissen hier gelaufen. Aber ich meine, wenn du die Möglichkeit hast und er ist ja jetzt nicht krank, alles läuft und so, dann mach's doch, weißt du? Weil mir tut es fast selber schon ein bisschen weh, weil ich genau weiß, er denkt halt so, ja, der Tag kommt, da werde ich krass aussehen, aber der Tag kommt nicht. Es kommt nämlich der Tag, wo das Klick macht und dann sitzt er da und denkt, fuck, hätte ich mal, weil jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bringe ich den Look nicht mehr. Ne? Davor habe ich so ein bisschen Sorge, dass er diesen Zug vor sich wegfahren einfach sieht, ne, noch, dass es dann zu spät ist. Bei mir genauso. Ich denke jeden Tag daran, Alter, ich will Wettkämpfe machen, kann nicht einfach einmal was rundlaufen, ich will jetzt wieder auf die Bühne. Aber muss man auch sagen, du weißt nicht, ob nicht bei Roman irgendwas grandios schiefgelaufen ist. Ne? Deswegen, ich will gar nicht. Es gibt auch Dinge, redet man nicht in der Öffentlichkeit, natürlich, was völlig okay ist. Das ist ganz klar, ne? Private Dinge gehen vor und so, aber das ist nur so. Ich meine, wenn alles rund läuft, sehe ich keinen Sinn. Ja. Guck mal, der ist in Form, Alter. Und wie in Form? Ich glaube nicht, dass er nach 2 Wochen festgestellt hat, dass er zu dünn ist. Vielleicht weiß ich nicht. Ich will auch überhaupt nicht spekulieren. Ich weiß es nicht, warum. Aber ich denke, Roman hat schon seine Gründe. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Yeah. Roman sollte mal Wettkampf machen. Yeah. Wäre halt cool, man. Ich hätte es auch gern gesehen. Roman wird nie auf der Bühne stehen und der massivste sein. Das passiert nicht mehr, weil der baut nicht auf einmal noch 15 Kilo raus. Aber das ist genauso wie da, wo er in Tampa war. Er muss nicht der massivste sein. Genau, da, wo er in Tampa war, er hat die Doppelbizeps von hinten gemacht und ich saß so vorm Laptop, gell? Ich dachte so, wie hart ist das? Roman hat ein ganz geiles Merkmal und das ist sein Arsch. Der ist so hart, dass die Haut wieder hängt. Ja. Und das hat eigentlich gar keiner. Ja. Also das ist crazy. Ja, Mann, das ist geil. Weißt du, was ich meine? Der hat immer so eine Falte an Haut, die du greifen kannst, weil wenn er den Arsch anspannt, ist das, weil so hart ist keiner. Ja, einfach. Ja. Okay, so. Letzten 2 Minuten. This is what I really have been doing for this off-season. And I want to take advantage of it. So. That's why I postpone my competitions. I'm probably gonna do something. Aber eins muss ich sagen, das ist ja an dem Tag entstanden. Das heißt, er hat an dem Tag, wo er das Video gedreht hat, er hat das Video 2 Wochen später gecuttet und ich wollte gerade sagen. Maybe September, definitely for the Olympia, try to qualify. There are a lot of Guck mal, er sagt, er möchte noch einen Wettkampf im September machen. Er geht ja nicht davon aus, dass er jetzt in 2 Monaten Offseason nochmal jetzt 10 Kilo raufpackt. Also ich denke, irgendwas wird schief gelaufen sein. Alles cool. Das war jetzt kein Vorwurf oder so. Ne? Ich fände es nur schade, wenn irgendwann bei Roman der Tag kommt, weil er auch den Sport so liebt, weil ich das nachvollziehen kann, weil ich das nicht möchte, ich kann das nicht verantworten. Ich muss das Roman sagen. Roman, geh auf die Bühne, mach Wettkämpfe, solange du kannst, weil das Leben ist so verdammt kurz, Alter. Ich habe jetzt die letzten Jahre, seitdem ich Pro bin, nichts mitbekommen und es ist gefühlt hier 4 Jahre vorbei, Mann. Und ich sitze da und denke mir so, eigentlich hätte ich lieber getan. Bereust du es, dass du keine... Ich könnte kotzen, Alter. Ich habe 3-mal New York Pro Vorbereitung gemacht und 3-mal konnte ich nicht fliegen. Ich war in Form und musste jedes Mal Tubics Out abbrechen. Das ist beschissen. Das ist richtig. Ja, also beziehungsweise 1-mal New York Pro, dann war doch der andere Wettkampf, dann wieder nicht geklappt, dann Portugal vorbereitet, ja, dann eine Show gemacht, obwohl ich mehr machen wollte. Und es ärgert mich einfach so sehr, weißt du. Ja, aber manchmal steckst du halt nicht drin, ne. In Europe, in Italy, and in France, and in the Arnold Classic UK, and I might, or that, I will. Ich habe eigentlich jedes Jahr 3 Shows gemacht. At least one. Immer. Or as many of those as I have to or can to qualify for the Olympia. So here, you see the meal, it's 200 grams of this
Genau. Sieht lecker aus. Sind das jetzt Pasta-Nudeln gewesen, gell? Er hat, glaube ich, Reis mit Nudeln gemacht. Reis und Nudeln. Patties, each is 100 grams raw. And meal number 7 is going to have 3 eggs. Er isst noch ein Meal. So, 3 sunny side up eggs with meal number 7. It's not a fucking food. I'm gonna put the exact... Only 3 eggs? Oder was hat er gesagt? Noch 3 slices toast oder was? Nein? Ich hab's nicht... Number 7 is going to have 3 eggs along with it. So 3 sides. Er hat gesagt nur 3. Mit, nein, along with it. Also mit der 7. Mahlzeit gibt es 3 Eier. Aber ah, okay. Sunny side up eggs with meal number 7. It's not a fucking food. I'm gonna put the exact nutrition plan down below. So, you know, if you want to, you can calculate the macros, I don't know them. Ah, okay, er hat dazu nochmal. Er ist das nochmal. Er ist dasselbe nochmal plus 3 Eier. Okay, Adolf, Frage an dich. Hättest du Bock, das jeden Tag so zu essen? Nein, nein. Okay, so, pass auf. Jeden Tag ist zu viel. Wir kalkulieren das jetzt. Ich kenne die solche Zeiten von mir mit weniger, aber auch schon viel so. Und das ist ja krank. Ja, ich habe ja... Das ist anstrengend. Leute, ihr müsst mir jetzt beim Rechnen helfen. Ja. Wie viel Reis insgesamt? 450, 650, 875, 1000. Ich habe die Cereals vergessen, warte mal, 975 mit den Cereals, 1175, 1375. Also, er hat schon 1100 Gramm Kohlenhydrate nur aus Reis. Holy. So, das sind 4785 Kalorien nur der Reis, den er isst. Okay? Wir rechnen das aus. So, wie viel Hähnchen? 300 Gramm Hähnchen. 300. Dann nochmal 300, also... 3 und 4 sind, nein, oh, ich habe 200 Gramm Reis vergessen, weil die Mahlzeit ist doppelt. Es sind nochmal 200 Gramm Reis mehr. Es sind 1575. So, also es sind 900 Gramm Hähnchen, richtig? Oder ist hier nochmal irgendwo? Nee, es sind 900 Gramm Hähnchen. Das schneiden wir jetzt hier mal raus. Wir rechnen das mal einmal kurz. 500 Gramm Rind. So, dann... machen wir von oben durch. Okay. So, Intra-Workout, ne? Hat er nochmal sein Intra, sagen wir mal 100 Gramm Carbs, Cluster. Also 100 Gramm Carbs plus, wir rechnen jetzt einfach mal EAAs. Ja, scheiß doch drauf, oder? Ich rechne das auch nie mit euch. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ich will das einmal wissen, wie viel er tatsächlich zu sich nimmt. So. Dann die Whey. Er hat Isolat, Whey Isolat, ne? Von ESN 140 Gramm Whey Isolat. Dann sein Red Meat 10% Fett. Reis haben wir alles. Haben wir. Dann erzählen wir jetzt kurz seine. Er hat 2 Bananen. 40 Gramm Carbs. Wir haben Romans Makros ausgerechnet. Jetzt haltet euch fest. Ja, es sind 624 Gramm Protein. Ich habe die 40 Gramm EAAs aus seinem Intra mitgerechnet. 1430 Gramm Kohlenhydrate. Digga, damit laden die Leute nicht mal auf. Und 133 Gramm Fett. Wie geht das? Und das Ganze sind 9470 Kalorien. Jeden Tag. Also so ein, zwei Wochen. Also wenn du nochmal rumjaulst, ne? Dass du zweimal am Tag Rice Meal essen musst, ne? Dann schicke ich dich eine Woche zu Roman. Ey Mann, für mich ist das echt unvorstellbar. Es tut mir wirklich leid. Das wird in diesem Leben nicht mehr passieren bei dir. Nee, für mich sei froh. Für mich ist das unvorstellbar, weil ich denke mir so. Weißt du, was ich mir denke? Wenn ich Roman wäre,
Ich würde viel weniger essen und mir abends jeden Tag einfach eine fucking scheiß Cheat-Kacke reinziehen. Meinst du nicht, dass Roman das schon mal probiert hat? Ich glaube, das würde mehr zünden. Ich würde auch nur einmal am Tag trainieren. Ich bin mir 100% sicher, dass Roman das schon probiert hat. Ja. Meinst du, und Roman trainiert nicht so crazy viel, wie ihr denkt. Also früher hat er ja zweimal am Tag komplette Session gemacht, aber der trainiert wie wir, der macht dann halt... Jetzt echt? Ich habe der macht das so, der trainiert dann morgens Brust und abends Trizeps. Aber er hat doch... Der trainiert nicht 10 Stunden am Tag. Aber er hat doch immer so Supersätze und so gemacht. Er macht, also mein letzter Stand, wo ich mit Roman viel in Kontakt war, wo er mit dem Joe Bennett zusammengearbeitet hat, dem Hypertrophy Coach, hat er trotzdem zweimal am Tag trainiert, aber wirklich wenig gemacht. Er hat einfach seinen Split, den er hatte, aufgeteilt, was auch okay ist. Ich verstehe schon, er hat quasi die sekundären Muskelparts abends gemacht, um einfach Zeit zu sparen und früher zu essen. Ja, und du bist auch einfach frischer für, ich meine, wenn du Trizeps nach Brust trainierst oder du lässt da 5 Stunden zwischen, safe, kannst du einfach mehr leisten. Ich hab zum Beispiel auch Schultern morgens. Und wenn dein Gym im Keller ist, dann kannst du auch mal für eine halbe Stunde Training hingehen und wieder weggehen. Und für eine halbe Stunde ins Gym fahren macht wenig Sinn. Und wie geil ist es bitte, einfach nur ins Training zu gehen und nur Trizeps zu machen. Und dann wieder? Ja. Alter. Okay. Total. So, wir wollen das Video nicht noch länger gestalten, als es ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Roman. Das Originalvideo haben wir natürlich hier unten verlinkt. Schaut bei Roman vorbei. Lasst ihm ein Abo auf seinem Kanal da. Ich weiß, Roman hat inzwischen eine ziemlich große, oder hat eigentlich schon immer, internationale Fanbase. Aber wir Deutschen sollten mal Roman ein bisschen mehr Liebe zeigen, denn Roman ist der absolute OG, wenn es ums Bodybuilding geht in Deutschland. Lasst mal ein paar Kommentare unten, wie ihr so seinen Ernährungsplan findet. Ob ihr das völlig crazy findet. Vielleicht fällt euch ja Der geheime Trick ein, der Roman noch nicht eingefallen ist, um vielleicht noch ein bisschen besser wachsen zu können, würde mich interessieren. Der weiß schon, wie das geht, ja. Würde ich mich freuen, wenn ihr uns allen drei ein Abo dalasst, Adolf, Justin, mir, Glocke aktivieren oder kauft bei Bigzone ein mit dem Code JAM10, MAX10 oder ADOLF10, je nachdem, wen ihr supporten wollt. Und Leute, schreibt unten in die Kommentare, worauf Max und ich in Zukunft noch reagieren sollen, beziehungsweise auch mal mit Adolf, klar. Yes. Die Leute können natürlich auch uns gemeinsam mit dem Code ADOLF10 unterstützen. Das Ganze geht natürlich dann an uns. Ja. Adolf hat auch zugesichert, dass er sein komplettes Gehalt spendet. Normal. Ja. Tankfüllung zum Beispiel. Genau. Nur wer viel CO2-Steuer zahlt, verpisst euch. Rettet die Welt.